Rheingau liegt am Rhein, nicht weit von Frankfurt und Wiesbaden. Und hier hinter mir sehen Sie das schöne Kloster Eberbach. Und heute wird hier eine der Finalshows für Deutschland sucht einen Superstar aufgenommen. Mit Pop-Titan Dieter Bohlen, Scooter, Vanessa Mai und Michelle. Ja, das Kloster ist nicht ganz unbekannt, denn hier wurde in den 80ern der bekannte Film Der Name der Rose mit John Connery aufgenommen. Und da stelle ich mir die Frage, darf man oder kann man eine Unterhaltungsshow in einem Kloster aufnehmen? Und das will ich jetzt herausfinden. Wie finden Sie das? Ich finde das toll. Ich finde das jetzt nicht negativ. Also ich finde es sehr modern. Bei uns in der Kirche, da ist auch mal Gospel, wird da gesungen und sowas. Also da ist schon, ich finde das gut für die jungen Leute auch, dass die so ein bisschen nahe gebracht werden mit der Kirche und sowas auch mal zu sehen. Ich finde es klasse. Aus dem einfachen Grund, wenn die Musik noch danach ausgewählt wird, ist ja halt eine Motto-Show. Und wenn die Musik danach ist, finde ich es einfach super, ja. Weil, wie gesagt, das Kloster Eberbach braucht Geld, so wie ich das weiß. Und ich finde es einfach okay. Ich denke, das macht das Kloster auch bekannt halt. Weil ich habe auch gehört, dann seitdem sind da viel mehr Auftritte in dem Kloster. Das ist ja auch gut für die Stadt eigentlich. Weil das Kloster ist ja eigentlich, sagt man, ein Ort der Stille, ein ja. Ort des Gebets. Und jetzt auf einmal kommt da Dieter Bohlen rein. Das macht das Kloster vielleicht irgendwie ein bisschen moderner. Und nicht so... Ja, vielleicht auch mehr für Jugendliche oder so. Vielleicht gehe ich da dann auch eher hin. Gut. Glaubt ihr, der Dieter Bohlen wird sich mit seinen Sprüchen ein bisschen heute zurücknehmen? Ich glaube irgendwie nicht. Scheiße. Ich finde es eigentlich ganz positiv, weil es einfach mal was anderes ist und eine schöne Atmosphäre eigentlich hat. Ja. Warst du schon im Kloster? Nee, das ist auch das erste Mal für mich jetzt hier. Und ja, bin selbst gespannt und freue mich auch drauf. Jetzt habe ich hier noch jemanden, der sich mit diesem Thema besonders gut auskennt. Er betreut nämlich das Küchenprogramm bei RTL. Michael Hertel heißt er. Und ja, und sagen Sie mir, wie finden Sie das? So eine Unterhaltungsshow im Kloster, geht das zusammen? Also zunächst mal hat Kirche natürlich überhaupt nichts gegen Unterhaltung. Ganz im Gegenteil, es ist toll, dass in die alten Gemäuer hier wieder Leben einzieht. Das gibt es ja hier öfter mit Konzerten und so weiter. Aber gerade junge Menschen verirren sich, glaube ich, eher selten in Klöster. Auch wenn es kein echtes Kloster mehr ist. Insofern ist es natürlich toll, dass junge Leute auch mal mit der Klosterwelt in Berührung kommen. Ich glaube, Dieter Bohlen weiß auch, was das für ein Ort ist, dass man sich irgendwie hier natürlich auch benehmen muss. Aber schön finde ich auch, dass DSDS ja eine Sendung ist, in der Talente entdeckt werden. Talente zu entdecken und zu fördern, das ist auch eine Aufgabe, die sich die Kirche immer zu eigen gemacht hat. Und insofern bin ich eigentlich ganz froh und ein bisschen stolz auch, dass es ein kirchliches Gebäude ist, in dem diese Show stattfindet.